Novelmore, Folge 9. Im Land der Burnham Raiders. Bei ihrem letzten Angriff wäre es den Burnham Raiders fast gelungen, das Burgtor von Novelmore zu zerstören. Nur eine geniale Idee von Dario hatte die Einwohner von Novelmore vor einer Erstürmung ihrer Burg bewahrt. Doch jetzt muss das Burgtor dringend verstärkt werden. Nur wie? Dario hat von einem seltenen Metall gehört, das als unzerstörbar gilt. Doch dieses Metall gibt es nicht in Novelmore, sondern nur in einer Mine in der Crimson Caldera. Natürlich ist König John strikt gegen eine Expedition dorthin, doch von seinen Bedenken haben sich Arwen, Gwyn und Dario noch nie aufhalten lassen. Also starten die drei Freunde zu einem neuen Abenteuer ins Land der Feinde und machen dort eine sehr gefährliche Entdeckung. Das Katapult der Burnham Raiders ist fertig geladen! Die zielen genau aufs Tor, Arwen! Das Ding geht gleich los! Bringt euch in Sicherheit! Macht das Tor auf! Jetzt! Prinz Arwen, was denn jetzt? Auf damit! Schnell! Zu Befehl, Prinz Arwen! Abgefeuert. Die Flugbahn ist gut. Oh, Entdeckung! Arwen, Dario und alle anderen sprangen zur Seite, während das Geschoss der Burnham Raiders auf das Burgtor zuflog. Es landete genau in der Mitte des aufgespannten Netzes. Und das warf das Geschoss wie einen Tennisball zu den Burnham Raiders zurück. Achtung, Männer! Kaum zu glauben! Denen fliegt ihr eigenes Ignolium um die Ohren! Wie gemein ist das denn? Auf die Pferde, Raiders! Bringen wir uns in Sicherheit! Die hauen ab! Ja, Dario, du Wahnsinniger! Hast es geschafft! Ihr könnt das Tor wieder schließen. Puh, das war knapp! Nachdem alle Burnham Raiders abgezogen waren, begutachteten König John und Scribbles das beschädigte Burgtor. Du liebe Güte, wie sieht's denn hier aus? Nicht wahr, mein König? So viel Ruß und überall der klebrige Löschschaum. Fürchterlich. Ich rede vom Burgtor, Scribbles. Ach so. Die Burnham Raiders haben Löcher hineingebrannt. Zum Glück konnten wir diese Feuerteufel vertreiben. Wir? Das verdanken wir einzig und allein Dario, Vater. Ich hörte von deiner waghalsigen Idee, Hausmeister. Und ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Ach, na ja. Im Belagerungszustand das Burgtor zu öffnen. Also wirklich. Seine Idee hat uns alle gerettet. Ich fürchte nur, beim nächsten Mal werden wir nicht so viel Glück haben. Das Burgtor ist der schwächste Punkt in unserer Verteidigung. Naja, die Zimmerleute reparieren's ja schon. Das wird nicht reichen, Vater. Wenn wir die Burnham Raiders auf Dauer abhalten wollen, müssen wir das Tor massiv verstärken. Na schön, dann sollen die Zimmerleute eben zwei Lagen Holzbohlen verarbeiten. Eine feine Idee, mein König. Mit Verlaub. Gegen das Ignolium der Burnham Raiders werden zwei Lagen Holz auch nicht reichen. Hm. Ihre Geschosse setzen wirklich alles in Brand. Außerdem werden die Tore dadurch viel zu schwer. Wir könnten sie kaum noch öffnen. Ja, und was schlagt ihr stattdessen vor? Naja, es gibt ein Metall, das allen Waffen der Feuerreiter standhält. Ihr eigenes. Du meinst? Genau. Ich spreche von Ferrolineum. Ferro. Was? Aber wenn ich nur ein kleines bisschen davon zum Experimentieren hätte, könnte ich unser Burgtor sicher machen. Also wirklich, unser Hausmeister. Toll, oder? Er hat recht. Nur ein Amberholzfeuer kann dieses Metall der Raiders zum Schmelzen bringen. Und Amberholz wächst weder in Novelmore noch im Land der Burnham Raiders. Aber dein Plan hat einen Haken, Hausmeister.
Hier in Novelmore gibt es dieses Metall nicht. Genau. Es existiert nur in einer einzigen Mine in der Crimson Caldera. Und damit ist es unerreichbar für uns. Unerreichbar? Kommt drauf an. Nein. Etwas später erreichten die Freunde die Küste von Crimson Caldera. Sie ankerten in einer Bucht und ruderten mit einem kleinen Beiboot das letzte Stück zum steinigen Ufer. Dann zogen sie es vorsichtig an Land und sahen sich um. Oha, dein Vater hat nicht so viel versprochen. Vom Ufer aus blickten die drei auf eine sehr seltsame Landschaft aus schwarz verbrannter, verdorrter Erde und einigen hohen, schroffen Felsen. Wow. In der Ferne stieg Dampf aus der Erde empor und am Horizont rauchte ein mächtiger Vulkan. Hier gibt es wirklich nichts außer Felsen, Steinen und verkohlten Baumstümpfen. Selbst der Sand ist hier schwarz. Egal. Hauptsache festen Boden unter den Füßen. Fester Boden ist gut. Ich habe das Gefühl, die Erde zittert irgendwie. Ich spüre das auch. Und dazu noch dieses komische Rumpeln. Das ist der Vulkan da hinten. Unter ihm brodelt und kocht die Erde. Und manchmal spuckt er geschmolzene Steine aus. Darauf kann ich gut verzichten. Okay, dann lasst uns dieses Feroli-Zeug suchen und schnell wieder abhauen. Wie heißt das, was wir suchen genau? Ferolineum. Ein seltenes Metall. Ja? Und, wo genau wollt ihr dieses Metall finden? Was? Wer ist da? Ich sehe niemanden. Die drei fuhren herum. Wie aus dem Nichts stand jetzt ein dürrer, älterer Mann vor ihnen. Keiner hatte ihn kommen hören oder gar kommen sehen. Sein Gesicht und seine Kleidung waren mit schwarzem Staub bedeckt. Na. Lasst eure Schwerter stecken. Ich bin unbewaffnet und werde euch nichts tun. Und warum schleichst du dich dann an uns heran? Ihr habt mich nur nicht kommen sehen. Eine gute Tarnung ist in diesem Land überlebenswichtig. Eure bunte Kleidung verrät jedem hier sofort, dass ihr aus Novelmore oder sonst woher stammt. Tarnung? Dann bist du gar kein Feuerreiter. Sehr gute Tarnung. Ich bin Whip, ein stolzer Caldero. Aber diese Barbaren haben meine Heimat in eine verkohlte Wüste verwandelt. Ich fürchte die Feuerreiter und mag sie nicht. Geht mir genauso. Dann haben wir etwas gemeinsam. Entschuldigt, aber wir wussten nicht, dass hier Menschen leben, die keine Feuerreiter sind. Wir sind nur noch ganz wenige. Früher waren wir Calderos stolz auf unsere Heimat. Eine karge Schönheit mit Gräsern, Moos und Heidepflanzen und ein paar tapferen Bäumen, die sich mit ihren Wurzeln an die Klippen klammern. Sicher, dass das hier war? Vor Jahren haben die Burnham Raiders dieses Land erobert und alles Schöne darin mit ihren Feuern zerstört. Sie haben Gräben für die Lava unseres Vulkans ausgehoben, damit sie bis an die Strände fließt und alles verbrennt und verdorrt. Hitze und Flammen. Nur dafür leben diese Feuerteufel. Deshalb haben die meisten Calderos mit Schiffen das Land verlassen. Aber du bist geblieben? Zusammen mit meiner Tochter. Wir sind einfache Fischer. Uns gehört nur ein kleines Ruderboot, mit dem wir es niemals über das Meer geschafft hätten. Die Strömung ist viel zu stark. Aber nun zu euch. Warum habt ihr euch hierher verlaufen? Ihr sucht nach Ferolineum? Oh ja. Ja, genau danach suchen wir. Denn es ist das stabilste Metall, das wir kennen. Wir wollen damit unser Burgtor verstärken. Kennst du die Mine, in der es vorkommt? Kannst du uns hinführen? Niemals! Und ihr solltet auch nicht dorthin gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Ihr kennt dieses Land nicht. Und auch nicht seine Gefahren. Ach, ja, wissen wir. Aber jetzt sind wir nun mal hier. Kannst du uns wenigstens den Weg beschreiben? Na gut. Die Mine liegt am höchsten Berg an dieser Küste, gleich in der nächsten Bucht. Ihr könnt den längeren Weg direkt am Strand entlang nehmen oder die Abkürzung quer durch das Land. Aber selbst wenn ihr es bis dorthin schafft, werdet ihr niemals in die Mine hineingelangen. Warum nicht? Wird sie bewacht? Natürlich wird sie das. Und zwar von einer ganzen Armee Burnham Raiders. Früher war dort ein kleiner Trupp stationiert. Aber seit ein paar Wochen sind Dutzende Feuerreiter dazugekommen.
Irgendwas geht dort vor.